eine Woche wurde im Max-Kleiner-Park der bewegte Schulweg eröffnet. Das Projekt wurde von Magister Wolfgang Becker, Direktor vom Sportzentrum in Rief, und dem Sportpädagogen Dr. Rudolf Stadler von der Universität Salzburg entwickelt. Die einfachen und originellen Stationen des bewegten Schulwegs motivieren zu ungewohnten Bewegungen, verbessern dadurch die Beweglichkeit und fördern das Gleichgewicht der Kinder. Für einen eigenen Spielplatz bietet der ohnehin schon sehr kleine Max-Kleiner-Park nicht genügend Platz. Daher ist der bewegte Schulweg wohl die beste Lösung. Die Schüler und Schülerinnen sind immerhin schon sichtlich begeistert.